Willkommen zu Formel 1 2016. Das ist wirklich eines meiner Lieblingsgames, muss man sagen. Es ist so ein cooles Game. Ich habe das so wirklich stundenlang online gezockt mit meinem Bruder, weil die Meisterschaft einfach so gebockt hat. Auch ähnlich wie Formel 1 21 jetzt. Das ist wirklich sehr, sehr cooles Spiel. 6 Jahre ist das Ganze schon alt. Und das Cover alleine, wir haben Romain Grosjean, Checo Perez, dann Max Verstappen noch ganz im Hintergrund, noch bübchenhaft, okay, er ist jetzt nicht viel reifer, aber er sieht halt hier noch viel, viel jünger aus, ist er natürlich auch. Daniel Ricciardo, dann Sebastian Vettel, Nico Rosberg und Lewis Hamilton, halt die drei WM-Anwärter, und die haben sich's auch gezeigt, gerade Rosberg und Hamilton, der Krieg der Sterne ist da eskaliert. Aber jetzt lassen wir mal das Ganze für die Intro, so, das reicht jetzt mal, würde ich mal sagen. Und wir beginnen natürlich eine neue Karriere in Malaysia, vom letzten Jahr, glaube ich, habe ich das noch drin. Und ja, wir werden natürlich, wie immer, also wie die letzten, wie in allen Games, werden wir uns die Evolution von Belgien, die Animation haben sie gelassen, übernommen von Formel 1 2015. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, oben ist es verlinkt, abonniert natürlich gerne den Channel. Und Brasil, auch so schöne Bilder und so, machst du auch mit dem Blick. Ich finde den Blick ziemlich cool und wir starten rein. Natürlich möchte ich mich auch wieder angucken, wo wer fährt. Max Verstappen, Daniel Ricciardo, dann hier Nico. Das ist das zweitbeste Team. Okay, Hülkenberg und Perez, dann hier Kevin Magnussen und Joyon Palmer. Quiert und Sainz. Sainz ist noch dort geblieben. Sauber haben wir dann Eriksen und Nasri ein zweites Jahr. Button ist immer noch gefahren. Okay, dann habe ich mich vertan. Dann war das seine letzte Season. Okay, es tut mir leid. Das wollte ich natürlich nicht. Auch das Bild da oben rechts mit Nico und Perez. Ziemlich cool. Das sind doch coole, echte Bilder. Schön ein bisschen verpixelt und so. Aber du kannst dir natürlich auch vorstellen, wie es ist. Und das finde ich echt cool. Männer haben wir Pascal Wehrlein und Rio Haryanto. Der erste Indonesier. Und auch der letzte. Also der ist ja nach der halben Season geflogen. Grosjean und Gutierrez, da fängt es an, okay, Hamilton und Rosberg, dann haben wir Kimi und Vettel und bei Williams, Felipe Massa und Valtteri Bottas und auch bei Red Bull Racing, Max Verstappen und Ricciardo. Ich glaube, ich möchte mit Red Bull fahren und mit Ricciardo, ich habe so Bock da drauf, aber er ist der Newcomer, ich muss eigentlich mit Verstappen fahren und los geht's. Noch mit dem alten Logo, das gab es erst ab 18, also, und hier der Anflug auf Belgien, eine richtig coole Animation, finde ich cool, sehr, sehr schön, wow, echt toll, mega gelungen, hier haben wir Spa-Francorchamps, natürlich, eine mega tolle Strecke, 7.003 Meter lang, 9-10 Kurven, 2 DS-Zonen, ja, es ist eigentlich 7.004, eine Maximalgeschwindigkeit von 321 km/h und Sebastian Vettel hält hier noch den Streckenrekord, das ist echt cool, die Animation, gefällt mir richtig gut und wir starten direkt ins Rennen rein, wir starten mit Max Verstappen hier, oh mein Gott, was man hier alles einstellen kann. Ich glaube, da gibt es ja auch schon ERS, oder? Gibt es hier schon? Nein, gibt es noch nicht. Gott sei Dank, weil das ist echt sehr, sehr viel. Oh mein Gott, Felipe Massa, auch hier. Der Williams, eigentlich viel zu stark gemacht, ja. Luckily Flashback, nein, ich habe hier... Luckily, there's something called Flashback. Ganz Flashback. Ehrlich gesagt, sagen viele, das Design von Ferrari ist schön. Meiner Meinung nach ist der Ferrari einer der hässlichsten vom Design her. Ich mag das Design gar nicht mit diesen weißen Flecken, die man da drauf gemacht hat. No front oder so. Ich meine, das Auto an sich ist schon schön. Nur das Design gefällt mir jetzt nicht so. Salala. Und wir kommen hier wunderbar mit 333, 34, 35, 36. Und jetzt geht es wieder runter. Also aus dem Windschatten draußen und wir sind langsam auf der Geraden wie oh! Da taucht uns hier an. Der taucht uns hier an. So. Aber wir haben hier den 4. Platz errungen. Das ist aber hoch. Ordentlich. So, da, da. Hier runter. Sebastian Vettel. You are the world champion. Jetzt ist Vettel hier. Ich mag gerade diese Season. Gerade die Zeit der Formel 1 damals so. Zwischen 17 und 19, das war einfach so eine schöne Zeit, so ein richtig harter Fight zwischen zwei Mega-Formel-1-Fahrern,
zwischen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton. Da waren so viele Titel und so ein Skill von beiden drin. Den habe ich leider in den letzten Jahren dann doch auch dieses Jahr. Ich meine, das ist interessant und sehr spannend. Oh mein Gott, Sebastian macht hier ordentlich die Tür zu. Den habe ich in den letzten Jahren auch vermisst, gerade letztes Jahr. Es war auch ein spannender Fight, jedes Rennen sehr spannend. Nur, da hat das teilweise das Skill-Niveau ordentlich gefehlt, weil ich muss auch sagen, das hat mich nicht so... Das gibt's nicht, was macht denn Vettel hier? Ich bekomme die Verwarnung, der Volltrottel bremst da vor mir. Okay, habe ich jetzt echt gerade von Niveau gesprochen? Nein, sorry. Und ich glaube auch 2019 und so. Ja, jetzt im Bastard rein. Ich glaube, 2019 hat auch Vettel sich ordentlich mit Verstappen schon rumkämpfen müssen, weil eben auch Vettels Leistungen runtergingen. Er mit einem Youngster im Team war, mit Charles Leclerc damals. Und da war ordentlich was drin. Wir wären stark. Und ja, er wusste natürlich auch, das Jahr muss ich jetzt durchziehen. Ich muss mit allen Mitteln kämpfen, was geht, um Weltmeister zu werden. Die Crash gehen hier aber ziemlich simpel. Ich glaube, das wird schwierig, das Auto die letzte Runde ins Ziel zu bringen. Gerade 2018, wo diese Aserbaidschan 17-18, würde ich mal sagen, war nochmal Vettels zweite Prime. Vettels Ferrari Prime, würde ich mal sagen. Jetzt wird schwierig, dass er noch einmal den Anschluss findet. Und ich denke auch nicht, dass das noch jemals der Fall sein wird. Auch bei Hamilton bin ich mir nicht ganz sicher, ob es da noch eine dritte Prime geben wird. Weil, ja, Hamilton hat ja seine erste Prime, ja, bei Karrierebeginn, 2007-2008, hat er seine erste Prime, dann war ein kleines Loch. Von circa, ja, was hatten wir bei Hamilton? Bis 2014 war so ein Loch. Dann seine zweite, oder ich würde mal sagen, seine Optimus Prime war auf jeden Fall die 2000. Nein, eigentlich, ja, okay, das... Ah, Hamilton ist eingeschlagen. Ach du Kacke, was war denn hier los? Wir gehen hier Wheel on Wheel. Ach, der hat da dran gehalten. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das von Hamiltons Sicht aussieht. Er gibt hier jetzt schon die Hand. Wir gehen hier Wheel on Wheel. Okay, das war... sehr komisch. Okay, das tut mir natürlich leid für Hamilton. Das war ein Wheel Bang und der ist dann so weggebounced, dass er rausgeflogen ist. Das ist, okay, Nico kommt jetzt richtig. War einfach eine tolle Zeit damals, also gerade so 16, das war halt so der Kampf der Sterne, der Höhepunkt der Sterne, noch auch natürlich sehr groß, das Wow, wie dann Nico zurückgetreten ist und mein Benzin ist aus. Nein. Das fühlt sich immer so an. Das Wow, als Nico dann in Österreich, glaube ich, war zu dieser Verleihung. Und der ist dann in Österreich 2016. Er hat seinen Rücktritt bekannt gegeben bei der Welt, bei der 4 Prize Giving Gala. Und das ist echt traurig. Das ist auch eine coole Animation. Man gratuliert sich natürlich beim Kommandostand. Ich würde es persönlich auch cool feiern. Finden. Tolle Leistung. Und wir gehen weiter. F1 2016 und hier ein Willkommen vom Gran Premio do Brasil 2016 von, ja, Autodrome José Carlos Pazé. Ich weiß, ich hau jedes Mal die gleiche Nummer raus, aber es ist einfach cool, 27 Grad, oh mein Gott, sehr angenehm, die zwei Türme da vorne und auch hier gab es natürlich schon das ein oder andere geniale Rennen, Interlagos. Auch wieder eine sehr coole Animation, 15 Kurven und 2 DS-Zonen. Und 4,3 Kilometer Länge, 340 km/h und Juan Pablo Montoya mit einer 1.11.4.7.3. Hat sich jetzt der Rennrunde. Salala. Und los geht's. Jetzt gucken wir uns aber mal die Startaufstellung an. Ich denke mal, dass die ähnlich lame sein wird wie in Formel 1 2020. Aber jetzt geht's wieder von vorne los. Die Game Faces sind, ja, Rosberg ist okay. Hamilton und Verstappen sind, naja. Und was ist für Ricardo, bitte? Auch Kimi ist sehr schwer verbrecherisch. Ach, Carlos, mein Gott. Und Bottas, warum lacht Bottas nicht? Warum lachen die alle nicht? Nico schaut immerhin halbwegs, Nico Rosberg schaut immerhin okay aus. Kevin Magnussen? Chains and Button. Esteban Gutierrez sieht aus, wenn er weinen würde.
und Pascal Wehrlein, Rio Haryanto und was, okay, Palme ist okay. Da auch dieser finde ich ziemlich ordentlich. So, lala. Wir haben auf schwer eingestellt und dürfen direkt vom dritten Platz starten. Finde ich natürlich sehr cool. So, lala. Nico Rosberg startet von der Pole Position. Ich weiß nicht mehr genau, wer in dem Rennen hier gewonnen hat. Das kann ich mich nicht mehr erinnern. Es gab so viele Rennen, die ich schon gesehen habe. Das lässt sich nicht mehr auf einer Hand zählen. Das lässt sich nur noch in Jahren zählen. Also ich habe jedes Rennen, nicht jedes Rennen, würde ich mal sagen, weil es gab schon ein, zwei Rennen, die du irgendwie verschlafen hast, zeittechnisch nicht ansehen konntest. Aber wie gesagt, es gab nicht viele Rennen, die ich in den letzten 10 Jahren verpasst habe. Gerade auch so 2012 und so, das waren so coole Seasons. 15 war auch sehr spannend. Da war ja Vettels erste Season. Oh mein Gott, Nico, was machst du denn? Außen kann ich nicht dran. Das haben wir heute schon gelernt. Oder das habe ich erst die letzten Tage gelernt. Ja, da muss ich auch zurückstecken. Das geht nicht. Aber auch der Red Bull schaut okay aus. Also der sieht sehr schnittig aus. Nicht so schmal wie die alten Autos. Auch nicht so extrem breit und lang wie die jetzigen Autos. Ich finde den schon ziemlich schnittig. Jetzt hängen wir uns im Windschatten von Nico dran, aber auch Lewis hängt jetzt hinter uns. Jetzt wird spannend. Es reicht noch nicht. Nein, für den Zupfer würde es reichen, aber ja, den machen wir hier nicht. Gerade im Senna ist pistonalisch, das geht nicht. Perspektiv an seinen Vorderreifen, okay. Das geht jetzt nichts. Ja, und jetzt ist Hamilton. Noch! Alter, Nico Rosberg, na. Wie kann man hier nur so rücksichtslos sich verbremsen? Ja, ich komme aus der Kurve einfach nicht raus. Ich stehe. Nico! Alter, der macht hier einfach zu. Aber da war ich schon innen da. Oh yeah. Letzte Runde, Leute. Und jetzt hast du nur noch diesen beschissenen. Oh mein Gott, Flügelschaden. Irgendwie ins Ziel retten. Da geht gar nichts. Ich muss ja gefühlt rollen und habe so eine Angst, dass ich noch eine Strafe bekomme. Die 3 Sekunden schaffe ich nie im Leben mehr rauszufahren, oder? Nein. Nie im Leben. Teuer werden wir jetzt nicht so schnell einstellen können. Aber ich werde es auf jeden Fall schaffen, hier die Jacket Flag als Erste zu sehen. Und das ist der Sieg in Sao Paulo. Was für ein cooles Spiel, wirklich. Es hat nichts an seinem Glanz verloren. Einfach ein mega cooles Spiel. Max Verstappen gewinnt hier. Aber natürlich, er hat auch in diesem Jahr sein erstes Rennen in der Formel 1 an sich gewonnen. Und war ja eigentlich auch nicht von Anfang an bei Red Bull. Der ist ja nach dem Crash von Kwiat raufgewechselt worden. Nach dem 4. Rennen, glaube ich, war ja das in Sochi. Ziemlich cool. Finde auch cool, dass da unten Australien ist, obwohl wir in Brasilien gefahren sind. Pascal Wehrlein. Auch leider ein bisschen ein verlorener Rennfahrer, weil der war richtig stark zu seiner damaligen Zeit. Ja, genauso milchbubig wie auf dem Bild, wie im Coverbild. Aber ja, das haben sie nicht mal so schlecht hinbekommen. Viel geändert hat sich nicht. Außer, dass er einen Titel jetzt mehr hat. Und vielleicht ein paar Barthaare. Vielleicht ein paar, ganz wenig. Nico, kannst dich freuen. Warum hat Rosberg ein graues Cap um? Die ist voll hässlich. Wirklich richtig hässlich. Das war's, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Einfach ein cooles Spiel. Was ist euer persönliches Lieblingsspiel? Schreibt es gerne in die Kommis und macht gerne Spiel des Weg. Schaut gerne auf IT-Gaming, auf Instagram vorbei und auch gerne auf IT-Tobi auf TikTok. Links wie immer alle unten in der Bio. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und ciao.